Herzlich willkommen, liebe Leute, auf meinem Channel zurück. Ich begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich hier bei mir. Und es geht heute um Strompreise, die ich, wo ich der Meinung bin, schon ziemlich hoch sind. Ja, Leute, wir gucken darauf. Ganz einfach mal gesagt, ich habe nämlich schon wieder, was ihr seht, auf t-online.de, wonach jetzt 75 Anbieter die Strompreise wieder erhöhen. Ich denke, ihr kriegt eine Krise, ey. Ey, haben denn die Leute nicht hier vor einem halben Jahr oder was weiß ich nicht alle oder was, keine Ahnung, die Strompreise erhöht? Das war doch so. Da viele Leute haben doch ohne Scheiß vorher ja die Strompreise erhöht. Und jetzt lese ich schon wieder, Strom wird schon wieder teurer. So teuer war Strom noch nie. Und ich fasse mal echt an den Stirn, was das soll. Ja? Ich meine, man hat auch nicht so viele Geld zur Verfügung, um halt eben so viel Strom zu bezahlen. Das geht gar nicht. Ja? Woher soll man das nehmen? Ja? Oder die andere Sache ist ja, ich spare ja Strom, Leute, ja, das ist einfach mal so. Ich spare ja Strom, indem ich einfach mal abends, wenn ich ins Bettchen gehe, einfach mal hier den Computer, bla bla bla, mache ich aus, habe eine Verteilersteckdose da dran, drücke ich immer auf, dann ist alles aus. Gut, okay, das fällt mir gerade ein, Fernseher, war ich im Standby-Modus. Stimmt, könnte ich vielleicht mal den Stecker ziehen, da kann ich auch ein bisschen sparen, ja. Und wo kann man denn überhaupt noch sparen, ja? Weiß ich nicht. Kühlschrank, kann man Kühlschrank sparen? Ich meine, gut, okay, wenn jetzt Winter ist, so wie jetzt oder was, kann man sein Zeug, wenn man einen Balkon hat oder was, schmeißt man das alles auf den Balkon, auf was man frisst. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Macht man den Kühlschrank aus. Aber ist das so ganz gut oder so? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist das doch ein bisschen scheiße. Aber also ehrlich mal gesagt, wo kann man noch sparen? Wisst ihr, wo man sparen kann? Wenn ihr wisst, wo man noch sparen kann, dann schreibt das mal in der Kommentarleiste rein. Das würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, ich weiß auch ja nicht. Ich krieg wieder einen Hals, ey. Echt, wenn ich sowas lese auf t-online.de, dann kriegt wieder einen Hals. Echt, ey. Das, alles wird teurer, keine Ahnung. Ja, Strom wird teurer. Man kann sich eigentlich ja nicht mehr leisten, weil das ganze Geld geht für den Strom flöten und das kann nicht mehr sein. Ja, man arbeitet nur, um Strom zu bezahlen. Ist so. Man kann ja nichts mehr machen. Man kann auch nicht irgendwo mal wieder mal eine Currywurst essen gehen oder was. Nee, man muss das ja für Strom ausgeben. Und das, ja, ich krieg einen Hals. Echt, ohne Scheiße. Ja, so ansonsten denke ich mal, eine andere Möglichkeit, um irgendwie noch Strom sparen zu können, wäre vielleicht Licht aus abends. Also Licht aus sowieso abends, ja, wenn ich meistens immer so alleine bin oder so überhaupt oder was, oder ich mit meiner kleinen Maus da ein bisschen so, naja, ihr wisst schon, dann habe ich ja auch eigentlich immer das Licht aus, ja, Fernseher an und Licht aus, ja. Dann weiß ich nicht, dann stellt man sich mal eine Kerze hin oder was, dann kann man auch ein bisschen sparen. Wenn abends Licht aus ist und man hat eine Kerze, dann kann man natürlich auch sparen. Jetzt frage ich mir aber eins. Die Kerze muss auch bezahlt werden, Leute. Die Kerze muss bezahlt werden und da das kostet auch Geld. Also ist es auch Quatsch, da eine Kerze hinzustellen. Also wo kann man sparen? Ist das eine Scheiße. Ja, wie gesagt, ich wollte euch das nur mal sagen. Wie gesagt, der Teig heute schon wieder gefunden da. Nein, nicht schon wieder gefunden, alle. Ich habe schon wieder was gefunden und das ist nämlich mit dem Strom. Kurz mal an. Bin ja mal gespannt, ob mein Anbieter jetzt auch Strom erhöht. Ich weiß auch ja nicht, ob man da halt auch. Ja, man kann ja auch kündigen. Man hat ja halt innerhalb von einem Monat kannst du ja deinen Anbieter kündigen. Aber ich denke mal, wenn die ganzen Anbieter da wissig nachziehen oder was, dann hast du irgendwann mal einen einheitlichen Preis oder was. Und da kannst du trotzdem bezahlen. Weil Strom wird immer teurer. Und das ist einfach mal so. Da hat jeder Anbieter dann irgendwann mal eine gleiche Grenze, bupp, und das war's. Und dann kann man sich noch nicht mal den anderen aussuchen. Scheiße. Ich werde mal überlegen, was ich mache. Leute, sobald ich einen neuen Anbieter gefunden habe, einen Stromanbieter, dann lasse ich euch das mal wissen, wa? Also in diesem Sinne, Leute, habt euch wohl und danke, dass ihr mal wieder da wart. Gott, hat ihr überhaupt Licht ausgemacht?